gibt es eine Teigware, ja? Keine Nudel, eine Teigware. Eine Sombrerini. Genau, und zwar mexikanischer Hut mit einer Venusmuschel. Die verrücktesten Sachen. Man kriegt sie inzwischen auch überall. Verschiedene Formen, verschiedene Farben. Wichtig ist darauf zu achten, nur keine künstlichen Aromen und keine künstlichen Farben drin. Sondern wir haben Spinat für die Grün, wir haben rote Beete für die Rote, Kurkuma für Gelb, selbst Karotte macht sich gut in dem Teigware. Und somit sehen wir hier die Farbenfroheit eines Sombrini. Gut, was haben wir da dazu? Wir haben hier einmal die Venusmuscheln, da komme ich gleich drauf zu sprechen, was wichtig ist. Dann hier dazu etwas Karotte und etwas Sellerie zum Anbraten mit Schalotte. Wir brauchen etwas Nuipra, also Wein, Weißwein und einen Wermut dazu. Wichtig vom Geschmack her. Kommen wir auch gleich weiterhin zur Soße. Ein bisschen abgezogene Tomaten gibt es separates Video, wie ziehe ich Tomaten ab, im www.derradiokoch.de. Dann haben wir natürlich wieder Karotte, Sellerie und hier ein bisschen Knoblauch noch dazu, Schalotte, ein bisschen Thymian. Ein Hauch von Curry, sagen sie immer, das könnte mediterran Curry. Curry ist eine Gewürzmischung, wo Kreuzkümmel und Kardamom-Bestandteile sind. Also auch eine Würzung da hat, dabei ist. Und etwas Fleur de Sel, ein Blumensalz, das also der Wind treibt Wasser bzw. über das Meer zum Land hin, über die Blumen, dieses Salz heran. Und dann wird das an den Blumen abgeschlagen und dadurch hat dieses Blumensalz einen besonderen Geschmack. Es muss also handabgeschlagen werden. Auch deswegen sicherlich etwas teurer, aber aromatisch. Passt dann. Gut, jetzt zu den Muscheln. Wichtig ist, wir sehen hier, dass die Muscheln offen sind. Das bedeutet, und das ist zu testen, schlagen, geht sie zu, geht sie nicht zu. Diese Muschel ist tot. Nicht verwenden, sondern wegschmeißen. Dann nehmen wir gleich mal eine Schale, wo wir das aussortieren nochmal. Ganz, ganz entscheidend, es könnte Übelkeiten sonst hervorrufen. Also auch da, wenn die Muscheln nicht zugehen, einfach rausnehmen, bringt nichts, es lohnt sich. Auch die kaputten Muscheln, ja, richtig klopfen, geht sie nicht zu, entscheidend, also auch hier gebrochene Muscheln, einfach rausnehmen. Gut, das ist alles klar. Da wollte ich Ihnen mal zeigen. Und auch einfach mal drauf achten. Hier aber zum Beispiel, sieht man das, da geht es zu. Zack, ist es dicht. Der ist leer. Ja? So haben wir das aussortiert und können dann damit den Rest verarbeiten. Gut, hier haben wir schon die Hanne heiß. Olivenöl rein. Schalotten rein. Gemüse rein. Das Ganze etwas anschwitzen, dann noch ein bisschen Olivenöl dazu. Durchmengen, also richtig schön anbraten. Dann kommen die Muscheln dazu. Auch hier anschwitzen. Duftet schon, leicht salzen. Leicht salzen, immer dran denken, es sind Seemuscheln. Die haben also einen höheren Jodanteil, also einen höheren Salzanteil, was ganz logisch ist. Und jetzt ablöschen mit etwas Nuipra, nicht so kippen, sondern einen Daumen drauf. Dadurch kann ich das besser portionieren. So. Und Weißwein, das kann man ruhig reingeben. Und jetzt etwas Pfeffer dazu. Dann kommt der Deckel drauf. Und schon haben wir die Grundlage für unsere Sombrinis geschaffen. Deckel drauf, ab geht die Post. So, das Ganze lassen wir jetzt kochen. Währenddessen machen wir jetzt die Soße in diesen Topf. Hierbei brauchen wir Folgendes. Auch hier etwas Olivenöl. Die Sombrini sind übrigens schon gekocht und das ist ganz wichtig, dass man die Nudeln nicht durchkocht. Nudeln ist falsch gesagt, die Teigware, also Pasta nicht durchkocht, sondern al dente. Was heißt al dente? Auf dem Kern. Das heißt, wenn ich es esse, spüre ich einen Kern noch in drin. Der ist für mich wichtig, deshalb, wenn ich ihn wieder nochmal in die Soße gebe, dann geht der Kern auf und dann nimmt diese Teigware, hier die Sombrini, den Geschmack an. Das würde, wenn sie übergart ist, also wässrig, nicht passieren. Es würde lätschig schmecken, schmeckt einfach nicht,
Es geht nicht. Gut, hier war jetzt, wie gesagt, jetzt auch hier angeschwitzt. Das einmal die Schalotten natürlich. Dann den Knoblauch. Beim Curry ist es wichtig, dass er zum Schluss kommt, weil wenn man Gewürze mitkocht, mitgart, sie schnell an Geschmack verlieren. Also ganz zum Schluss praktisch, bevor ich das Ganze also serviere. Das schwitze ich jetzt schön an. Hierbei immer etwas Olivenöl nehmen. Olivenöl kann ich nicht zum Frittieren nehmen, sondern hat einen Hitzegrad bis zu 150, 160 Grad, der in Ordnung ist bei kaltgepresstem Olivenöl. Das funktioniert dann. Dann wieder unser Gemüse. Die werden jetzt angeschwitzt. Auch hier ein bisschen Salz dran. Das Pfeffer, man kann weißen Pfeffer nehmen oder schwarzen, das ist je nachdem. Schwarz ist etwas würziger, etwas schärfer. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Hier sehen wir den Muschelfond. Das heißt also, die Muschelsoße ist unsere Grundlage dafür. Und das gießen wir jetzt einfach durch einen Durchlauf. Zack rüber. Und das ist jetzt entscheidend. Jetzt geben wir diese Soße dazu. Und das ist eben unsere Grundlage für den Fond. Das heißt, wir haben hier einen wunderschönen Fond, der wirklich ideal dafür ist. Dann kommen unsere Tomaten dazu, auch abgezogen ist, das schon erklärt. Dann unser Thymian, Blätter, gibt ja 169 verschiedene Thymiansorten. Hier haben wir so einen typischen, klassischen Küchenthymian, der also ideal dafür ist. So, nun kommt eben der Curry dazu. Das ist also eine Würzung speziell für diese Soße. Das Ganze kochen wir auf und jetzt können wir mal auch kontrollieren. Die Möglichkeit gibt es jetzt, und das ist manchmal auch entscheidend, will ich die ganzen Muscheln mit in meinen Sombrinis drin haben. Das heißt also, diese harten Muscheln, das muss ich nicht haben, möchte ich vielleicht nicht haben. Deswegen spule ich ein paar aus. Poolen bedeutet einfach, dass Sie, wie hier sehen, einfach hier so Stück für Stück sie rausnehmen. Ja? So. Und dann auch Nuscheln praktisch dazu. Sehr schön, sehr aromatisch. Man riecht das und duftet richtig schön. Man hat also so einen Hauch von Seeluft in der Nase. Das ist also ganz schön. Gut, dann haben wir das in den Teilen. Das kommt dann also auch weg. Und dann richten wir auch schon fast an. Was machen wir jetzt? Jetzt kommen die Sombrinis hier rein. Mir reicht. Dann etwas Fleur de Sel drüber. Und jetzt ist entscheidend, jetzt kommen Muscheln mit rein. Natürlich die Loven auch noch. Das Ganze kochen wir jetzt etwas auf. Den nehmen wir mal weg, damit man besser gucken kann. Sieht also auch optisch ganz witzig aus, finde ich. Ist also wirklich passend. Und jetzt kommt kurz der Deckel drauf. Das Ganze wird richtig nochmal heiß. Dann zum Schluss kommt etwas geschlagene Sahne, die also diesem ganzen Sud, den Muschelsud, auch eine gewisse Cremigkeit gibt. Also diese Verbindung zwischen der Muschel, dann jetzt hier die gartige Pasta, dazu der Hauch von Curry, etwas Thymian dabei. Ideal, ein wunderschönes Aromakot. Aromakot, genau. So, jetzt kommt jetzt die Sahne rein, geschlagen. Geschlagen deshalb, weil sie dann auch so ein bisschen volumig ist und auch schöner als Soße praktisch so eine leichte Cremigkeit bietet. Wir sehen das jetzt also. Das Ganze wird jetzt nochmal aufgekocht und dann können wir auch schon servieren. Ein Kelle dazu. Eine große Kelle nehmen. Die hier. Ja, aus deinem Sombrini, ab auf den Teller.
So, was können wir jetzt als Garnitur noch nehmen? Wir können einen Dillzweig machen. Wir haben hier hinten auch noch Fenchel, Fenchelblüte, die sich ganz gut macht. Oder auch Fenchelgrün, der sich gern sehr gut macht, optisch auch. Und hat auch natürlich den passenden Geschmack dazu. Das ist natürlich das Ideale. Arbeiten immer sehr gern natürlich mit den Kräutern. Und der wächst auch schon inzwischen in Deutschland auch wild. Das man glaubt es kaum, aber es ist so. Ja, dann sind wir schon fertig. So, man sieht, wie schaumig das jetzt ist. Herrlich. Noch ein bisschen was fürs Optische, ein paar offene Muscheln. Eine Pinzette wird hier immer so fantastisch, wenn man so rum drüber mit so einem Riegel dann dran setzen kann. Dann kommt etwas Blüte noch dazu. Hier mal ein Fenchelkraut. Herrlich. Und schon wünsche ich Ihnen einen guten Appetit mit meinen Supremis und Venusmuscheln.